Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste. Ich begrüße Sie im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zusammen mit meinem Kollegen, dem Kuratoriumsvorsitzenden Professor Jürgen Morlock, sehr herzlich hier in der Paulskirche in Frankfurt am Main. Aus der Geschichte des politischen Liberalismus ist die Paulskirche unser bedeutsamster Treffpunkt in Deutschland. Ich danke deshalb zuallererst der Stadt Frankfurt am Main, dass sie uns den Zutritt zu einem Ort, der eine der großen geschichtlichen Quellen des politischen Liberalismus darstellt, gewährt. Und ich begrüße zuallererst Herrn Stadtkämmerer Becker als Vertreter des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main und freue mich, Herr Becker, dass Sie im Anschluss ein Grußwort an uns richten werden. Herzlich willkommen. Für die stimmungsvolle, ja fast erhebende musikalische Begleitung danke ich, wie jedes Mal, wenn wir in der Paulskirche sind, der Wiesbaden Symphonic Brass unter Leitung von Joachim Topschall. Herzlichen Dank, dass Sie uns durch die Veranstaltung bringen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung trägt den Namenszusatz für die Freiheit. Wir haben ihn bewusst gewählt. Wir wollen, dass alle wissen, wofür wir stehen und worum es uns geht. Leider können viele Menschen, vor allem auch in Wohlfahrtsgesellschaften, anscheinend mit Freiheit nicht allzu viel anfangen. Sie nehmen natürlich gerne ihre Vorteile an. Sie beantworten viele ihrer notwendigen Konsequenzen aber eher mit Achselzucken. Sie erscheint manchen nicht so bedeutsam, bei uns selbstverständlich. Hauptsache, der Müll wird ordentlich getrennt. Für andere wiederum klingt Freiheit zu abstrakt, auch etwas metallisch. Manche fürchten sich sogar vor ihr. Nicht wenige fürchten, dass sie anderen mehr nutzen könnte als ihnen selbst. Viele geben sich als Bedenkenträger nach dem Motto, dass zu viel Freiheit schädlich sei und am Ende eher den Egoismus und die berühmte Ellbogengesellschaft befördere. Wer die Liberalen unterstütze, so erfahre ich oft, dem wird gesagt, dann muss man ja alles selber machen. Freiheit ist vielen ganz einfach zu anstrengend. Sie erfordert ein gewisses Pensum an persönlicher Verantwortung. Sonst ist sie nicht zu halten. Es gibt einige Kulturrelativisten, die davon überzeugt sind, dass es auf der Welt, man wundert sich geradezu, Gesellschaften gibt, die strukturell oder kulturell nicht auf die Freiheit angelegt seien. Einige von ihnen bevölkern das Montageband der wöchentlichen Talkshows. Neulich gab jemand ein Interview und stellte die Freiheit als so ein ideologisches Postulat des Westens dar. Auch in einigen Feuilletons geht das so. Und warnt davor, die Freiheit, das, was wir als parlamentarische Demokratie haben, was wir als Rechtsstaat haben, was wir als soziale Marktwirtschaft kennen, anderen überzustülpen. Daran merkt man immer wieder, dass die Freiheit noch längst nicht gewonnen hat. Wir kennen das aus der Arbeit unserer Stiftung aus nahezu 60 Ländern. Aber wir werden uns nie damit abfinden, dass es Länder gibt, in denen Freiheit, wie Heinrich Heine so wunderschön sagt, nur eine Kerkerblume ist. Für die internationale Arbeit der Stiftung ist die Begegnung mit anderen Weltzugängen, mit anderen Kulturen, anderen Lebensformen tägliches Erlebnis. Das muss man begreifen und verstehen. Man muss nur unfreiheitliche Regime nicht akzeptieren. Wir finden auch, dass niemand kulturelle Authentizität vorschützen sollte und damit eine Legitimität begründet, Menschenrechte zu verletzen. Was wir ja oft erleben. Menschenrechte und Menschenwürde können sich nur in der Freiheit entwickeln.
Der österreichische Dichter und Liedermacher Danzer hat es so schön beschrieben, denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Wir kennen aus der Auslandsarbeit keinen Familienclan, kein despotisches Regime, keine Entwicklungsdiktatur, keine Warlords, die auch nur im Entferntesten bereit wären, Menschenrechte zu schützen und Menschenwürde zu achten. Deshalb kann ich mich nicht damit abfinden, dass einige unserer Mitbürger Freiheit als ideologisches Produkt des Westens empfinden. Ich glaube zutiefst, dass es keinen Menschen gibt, der sich nicht auch am Ende nach Freiheit sehnt. Die Charms of Liberty, so hat das Dahndorf beschrieben, die Geburtsstunden freiheitlicher Ordnungen umwehen, er meinte damit die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, ich sage am heutigen Tag, der Fall der Mauer. Die Charms of Liberty wehen nicht jeden Tag. Und sie enden auch nicht nur in einer geschriebenen Verfassung. Die Kernfrage ist, ob eine Gesellschaft in Freiheit leben will und eine freiheitliche Verfassung trägt. Dann muss sie bereit sein, sich darauf einzulassen, auch über Verbindlichkeiten zu reden. Über eine Verbindung von Offenheit, von Herkunftsbewusstsein, von Altem und Neuem. Kurzum, sie muss eine Art Gleichgewichtssinn entwickeln. Die Stiftung für die Freiheit fühlt sich Menschen verpflichtet, überall in der Welt, die ihre eigene Biografie schreiben wollen, und erinnert immer auch uns in diesen kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsgesellschaften daran, dass Politik sich nicht erschöpft in politischen Bodenturnen und Verteilungs- und Ausgleichsaktivitäten, sondern Werteorientierung unabdingbar ist. Wir müssen uns der Grundlagen unserer freiheitlichen Ordnung bewusst sein und wir müssen uns auch zu ihrer Verteidigung entschließen. Das meine ich nicht militärisch. Das meine ich mit argumentativer Kraft und mit Haltung und mit klarem Bewusstsein. Wenn wir das nicht tun und wenn wir das nicht können, wenn wir uns selbst so nicht mögen, dann können wir auch niemanden integrieren. Und das ist die Herausforderung unserer Gesellschaft. Auf all das aufmerksam zu machen, ist der Grund, weshalb die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit alle 2 Jahre hier in der Paulskirche in Frankfurt am Main Persönlichkeiten mit ihrem Freiheitspreis auszeichnet. Immer will sie, wie auch heute, Fingerzeige auf beispielhafte Haltungen geben, ohne die eine geschriebene Verfassung allein nicht Bestand hat. Nach Hans-Dietrich Genscher, Mario Vargas Llosa, Necla Kelek und Professor Wolfgang Kersting erhält den Freiheitspreis 2014 eine Frau, die mit Courage unter widrigen Umständen für Menschenwürde gefochten und Schwierigkeiten nicht gescheut hat. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir die Preisträgerin 2014, die Vorsitzende der Democratic Alliance in der Republik Südafrika und Ministerpräsidentin von Western Cape, Helen Sille, zusammen mit ihrem Ehemann Johann Marais. Herzlich willkommen. Sie sind alle zu Ehren von Helen Sille gekommen. Und ich bin Herrn Bundespräsidenten Köhler sehr dankbar, dass er spontan, als ich ihn fragte, die Laudatio für Helen Sille übernommen hat. Bundespräsident Köhler war und ist ein großer Kenner unseres Nachbarkontinents Afrika. Es gibt keinen geeigneteren Laudator als ihn. Und ich danke Ihnen, Herr Bundespräsident, dass Sie heute hier bei uns sind. Willkommen. Ein Partner in der weltweiten liberalen Familie von Helen Sille ist heute hier
Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender der FDP im Nordrhein-Westfälischen Landtag und Bundesvorsitzender der FDP. Er verkörpert heute die deutsche liberale Partei FDP als Partner der Democratic Alliance. Und ich freue mich, dass Sie hier sind. Das ist immer so von der Stiftung gewollt, dass wir weltweit einen Meeting Point für Liberale bieten. Sie sind heute das Präsidium. Meine Damen und Herren, wir sind als Stiftung glücklich, das sage ich so, dass wir nun auch seit Jahren Karin Horn als Vorsitzende der Jury haben. Das muss jetzt mal gesagt werden, Frau Horn, hier in der Paulskirche. Ich will Ihnen sehr herzlich danken, weil es ist nicht einfach, darüber zu sprechen, wen man auszeichnen möchte. Und Sie geben dazu immer klugen Rat und haben eine glückliche Hand in der Führung der Jury. Deshalb erwähne ich das hier. Ich freue mich auch, dass Sie nachher wie jedes Mal für die Jury. Aber das liegt nahe, eine solche Verwechslung. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich jetzt mit Ihnen auf das Grußwort des Stadtkämmerers der Stadt Frankfurt am Main, auf Christian Lindner, auf Karin Horn, auf Bundespräsident Köhler und auf Helen Zille. Genießen Sie alle dieses Ereignis in der Paulskirche. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus